Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa V3. So, raus aufs Dach. Und ich glaube, das ist der letzte Ort, den wir uns noch anschauen. Mio und Kokichi sollten sich eigentlich hier auf dem Dach treffen. Und die Person, die dafür zuständig war, diesen Ort zu untersuchen, war Kaito, der ja gezwungenermaßen ausgelockt wurde. Diese Gegend muss etwas mit dem Fall zu tun haben. Okay, ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Es mag nicht direkt in Verbindung stehen mit dem Fall, aber ich sollte mir dieses Fernrohr näher ansehen. Okay, ich kann also dieses Gebäude auf dem Hügel sehen. Und ich kann nicht weiter sehen als diesen Punkt, weil dort der Ladepunkt der Karte ist. Aber das ist seltsam. Wieso ist der Ladepunkt der Karte mitten in der Welt? Irgendetwas stimmt hier nicht. Was ist denn, Himiko? Wenn Morde geschehen in einem Anwesen im Schnee wie hier, dann gibt es immer verschlossene Räume-Mysterien, die von einem großen Berg Schnee kreiert werden, nicht wahr? Aber es ist voll enttäuschend, dass man in dieser Welt gar keine Schritte im Schnee hinterlassen kann. Also keine Fußspuren. Ist das wirklich etwas, weswegen man enttäuscht sein sollte? Naja, wäre vielleicht für uns leichter gewesen. Nee. Kibo, hast du etwas entdeckt? Das ist schwierig. Es scheint hier nichts zu geben, was einen Hinweis darstellen könnte. Aber Mio müsste eigentlich eingerichtet haben, sich hier mit Kokichi zu treffen. Ich dachte, wir könnten zumindest bestätigen, ob sie nun tatsächlich aufs Dach gekommen sind. Aber bedauerlicherweise gibt es keine Hinweise, die darauf hindeuten. Ist Mio also überhaupt aufs Dach gekommen? Das ist eine wichtige Frage. Hey Kibo, ich bräuchte deine Meinung zu etwas. Denkst du, du könntest dort hinauf? Was? Ja. Ach so, meinst du, du könntest auf das Dach gelangen von außerhalb des Anwesens und wieder herunter? Nein, das wäre sehr schwierig gewesen. Dieses Dach ist doch ziemlich hoch. Sogar die Kante des Daches ist so hoch wie ja, ein 3- bis 4-stöckiges Gebäude. Ja, definitiv zu hoch, um zu springen. Das bedeutet, es wäre unmöglich gewesen, von außerhalb hinaufzuklettern. Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, um auf dieses Dach zu gelangen, die Treppe ist. Okay. Was? Ach so. So. Ah, verstehe. Was ist denn, Tsumugi? Schau dir mal den Türknauf an. Er ist versperrt. Das ist ja ein Thumb-Turn-Lock. Was heißt das? Einfach zu versperren. Es scheint, man kann es nicht versperren, außer man ist draußen. Und schau mal, das Schlüsselloch ist auf dieser Seite der Tür. Ist es nicht normalerweise andersrum? Ja. Nicht notwendigerweise. Das habe ich jedenfalls schon mal gesehen. Das ist, um zu vermeiden, dass man sich aussperrt. Oh, ist das so? Okay, dieses Dach hat also ein Schloss an der Tür. Das ist eine wichtige Information. Aber scheinbar nicht wichtig genug, als dass sie als Hinweis gilt. Der Lagerraum. Ein bisschen anders, als ich mich erinnern kann. Es fühlt sich so an, als würde etwas fehlen. Lag nicht vor dem Regal dieses Gitter? Ich bin mir gerade unsicher. Es fühlt sich an, als würde etwas fehlen. Aber ich habe beim ersten Mal nicht so richtig darauf geachtet, daher erinnere ich mich nicht. Toll, was bist du denn für ein Detektiv, ey? Das ist ja ein bisschen schwach, ne? Ich habe mir alles angesehen. Was jetzt noch übrig ist... Huch! Oh, da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Maki, wieso bist du hier? Ich dachte, du würdest das Programm analysieren. Monotaro ist fertig mit der Analyse des Programms, also hat er mich gebeten, alle zu versammeln. Er ist fertig? Wir sollten uns vermutlich zurückbegeben. Unsere Untersuchung hier ist doch auch ziemlich erledigt, oder? Ja, du hast recht. Ich habe eigentlich alles untersucht, was ich untersuchen musste. Also dann, wir gehen schon mal vor. Ich will nicht auf Wiedersehen sagen zu meinem Avatar.
Mochtest du ihn so sehr? Joe. Wir sollten auch gehen. Anosa. Was ist los? Antate. Nun, du bist okay. Man kann sich definitiv eher auf dich verlassen, wenn man gerade in einem Class Trial ist. Nicht davor. Alle anderen denken das auch. Was? Anosa. Ich will mich ja nicht anhören wie Kaito, aber ich finde, du solltest diese Bürde nicht alleine tragen. Du bist Shuichi Saihara. Noch bevor du ein Detektiv bist. Vergiss das niemals. Ach, ich sollte nicht herumpalabern. Ich habe schließlich meine Identität als Maki Harukawa auch weggeworfen, um eine Assassine zu werden. Arigato. Danke, Maki. Süß. Hat sie gerade, ja, wie nennt man das? War sie gerade freundlich? Also einfach mitfühlend, glaube ich. Ich glaube, so ist das gemeint. Ich liebe dieses Geräusch, ey. Wenn das so schnell... So, da bin ich ja mal gespannt, was die weiterführende Analyse noch ergeben hat. Oh, die anderen sind wirklich schon weg. Nur du und ich. Wir sollten uns auch ausloggen. Übrigens, ist etwas passiert zwischen dir und Kaito? Was? Anosa. Nun, als wir uns vor einer Weile ausgelockt haben, sah er aus, als wäre er schlecht gelaunt. Es tut mir leid, ist vermutlich meine Schuld. Einmal ausloggen. Eto. So. Oh, bin ich gerade aufgestiegen? Ah. Ich zog die Maschine von meinem Kopf und die wahre Welt erschien vor meinen Augen. Na, Shuichi, ist die reale Welt nicht doch viel besser als die virtuelle? Jedenfalls, ich war so einsam ohne dich. Tut mir leid. Was? Ach so, nee, entschuldige dich dafür, dass du mich so hast empfinden lassen. Anosa. Hey, es gibt etwas, das ich dich fragen möchte. Oh? Ich habe definitiv nichts auf deinen Bauch gemalt, während du eingeloggt warst, okay? Was? Ja, das ist nur ein Witz. Also, was wolltest du fragen? Du hattest doch vorgehabt, Mio auf dem Dach zu treffen, richtig? Hast du sie letztendlich getroffen? Oh, du weißt also Bescheid, Shuichi. Beeindruckend, Mr. Ultimativer Detektiv. Okay. Dann erzähle ich dir, was geschehen ist. Ich habe mich nie mit Mio getroffen. Ich kam nicht aufs Dach, weil es versperrt war. Versperrt? Danach gab ich auf und kehrte in den Salon zurück, um nach dem Geheimnis der Außenwelt zu suchen. Ist das wahr, Kokichi? Oh, zweifelst du an mir? Kann jemand bestätigen, dass du die ganze Zeit im Salon warst? Hast du jemanden dort getroffen? Nein, ich habe keinen Zeugen. Aber du kannst auch sagen, dass es ja keinen Zeugen gab, der beweisen kann, dass ich nicht dort war. Außer du hast den leeren Salon selbst gesehen. Naja, es liegt an dir, ob du mir glauben willst oder nicht. Aber du solltest mich nicht auf diese Art und Weise anzweifeln. Wir sind schließlich Partner. Wer ist das? Ach so, was? Nee, er meint eher, was ist die Wahrheit? Hat Kokichi Mio getroffen oder nicht? Lügt er oder sagt er die Wahrheit? Was ist das? Tja, das ist die Frage. So, mein Lieber, dann erzähl mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf dich gewartet, Shuichi. Ich bin mir sicher, Maki hat es dir bereits erzählt, aber endlich ist es mir gelungen, das Programm zu Ende zu analysieren. Ich stelle gerade einige wichtige Fakten zusammen. Hier sind sie also. Er versucht wirklich, unser Freund zu sein. Zumindest ein bisschen. Also, zunächst die Person, die an dem Programm Veränderungen vorgenommen hat, war Mami. Wie wir vermuteten. Mami hat eine exzentrische Art und Weise, ihren Code zu schreiben, also wusste ich sofort, dass sie es war. Tja, ich schätze, ihre Persönlichkeit war nicht das einzig Exzentrische an ihr. Also, was hat sie verändert? Ein paar Dinge. Aber ich teile das Erste mit euch. Es scheint, als hätte Mami eine Menge Objekte gelöscht aus diesem Killing Game Simulator. Ja, sie meinte, sie hätte alles gelöscht, was als Waffe verwendet werden könnte. Aber in diesem Fall, wieso gab es einen Hammer? Das ist wahr. Nur der Hammer wurde übrig gelassen. Aber warum, hä? Huh? Nun, so wie das Programm geschrieben wurde, vermute ich, dass sie das absichtlich getan hat.
Absichtlich. Hat sie irgendetwas hinzugefügt? Wir fanden ein Handy in der virtuellen Welt. Nein, dieses Handy war ein Original aus dem Programm. Okay, das bedeutet, Mio hat diesen Fakt vor uns geheim gehalten. Das bedeutet, das Einzige, was Mami hinzugefügt hat, waren zwei Karten. Der Rest war bereits Teil des Programms. Übrigens, wo wir gerade von Objekten sprechen, ich wollte dich etwas fragen. Wir nutzten dieses Schild, um über den Fluss zu gelangen. Aber hätten wir auch etwas anderes als Brücke verwenden können? Also ich habe nichts gesehen, das man als Brücke hätte verwenden können. Okay, also konnte man wirklich nur das Schild als Brücke verwenden. Und was hat sie als nächstes verändert? Nun, es scheint, sie hat auch gewisse Parameter des Programms verändert. Parameter? Ja, also alles in diesem Programm ist entweder als menschlich oder nicht menschlich kategorisiert. Natürlich wurde den Avataren von allen der Parameter Mensch zugeordnet. Aber aus irgendeinem Grund gab Mami ihrem eigenen Avatar den Parameter nichtmenschliches Objekt. Und was geschieht, wenn du ein Objekt wirst? Naja, also der Unterschied ist eigentlich nur in dem Zwecke der Identifikation. Also vermutlich hat es es macht keinen Unterschied. Aber wenn es keinen Unterschied machen würde, warum hätte sie das dann tun sollen? Naja, vielleicht hat das etwas zu tun mit der nächsten Sache, die sie verändert hat. Mami hat eine Mauer hinzugefügt, die im ursprünglichen Programm nicht existierte. Die Koordinaten der virtuellen Welt werden auf einer X- und Y-Achse repräsentiert. Und es scheint, Mami hat eine Mauer hinzugefügt, die auf der Y-Achse verläuft. Sie hat eine zusätzliche Mauer errichtet. Es gab Mauern in allen vier Himmelsrichtungen und zwei die Y-Achse hinab. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo gab es jetzt Wände? Mauern? Anosa. Aber du bist dir sicher, es gab nur eine? Ja, definitiv nur eine. Was hat das zu bedeuten? Bitte erklär's nochmal. Welche Mauer war die, die Mio hinzugefügt hat? Wie war die Welt ursprünglich? Mio meinte, es gäbe nichts hinter der Mauer. War das eine weitere Lüge? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Bei Videospielen ist das doch manchmal so, wenn man rechts rausläuft und dann taucht man einfach links wieder auf. Vielleicht war das ja der Fall. Das würde sogar ungefähr passen mit diesen Steinformationen. Seht ihr das? Wenn man das einmal so umlegen würde auf die andere Seite, dann würden nämlich alle denken, man kann nicht auf die andere Seite, weil die Brücke ja kaputt ist. Nur Mio hätte gewusst, dass sie einfach von der einen Seite auf die andere wechseln kann. Ja, Mann, das ist bestimmt so. Wow, das ergibt gerade total Sinn. Und deswegen haben die auch im Anwesen Kibo gehört, weil der ja nur ein paar Meter weiter links war. Rechts neben dem, neben der Kirche. Wahrscheinlich hat er geschrien, als sie Mio entdeckt haben. Yay! Ist da voll geblickt, ey. Außerdem sieht es so aus, als wäre dieser zusätzlichen Mauer ein besonderes, ja, als wären besondere Einstellungen vorgenommen an dieser zusätzlichen Wand. Eine Einstellung, die erlaubt, dass nicht-menschliche Objekte durch sie hindurchgehen können. Okay, Objekte können durch sie hindurchgehen. Verstehe, das ist ja sehr interessant. Also, das sind alle Dinge, an denen sie etwas verändert hat. Oh, es gibt noch eine. Also, einer von euch hatte auch eine seltsame Einstellung im Avatar. Eine seltsame Einstellung? Ja, diese Einstellung besagte, dass diese Person bzw. dieser Avatar nicht in der Lage sein würde, sich zu bewegen, wenn Mami ihn berührt. Okay, wenn Mio diese Person berührt, würde der Avatar paralysiert werden? Und wer war das? Es war Kokichi. Ich? Das wusste ich nicht. Naja, also wie sollte ich das auch wissen? Ich habe Mio in dieser Welt ja nie berührt. Verstehe, verstehe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist alles, was ich zu berichten habe. Und, glaubt ihr, ich habe euch geholfen? Das hilft uns eine Menge. Danke sehr.
Oh, voll viele Sachen. Oh, ich sollte euch das vermutlich auch sagen. Wobei es wohl nichts mit dem Fall zu tun hat. Es geschah eine gewisse. Es geschah ein gewisser Avatar-Nutzerfehler, während ihr alle beim ersten Mal eingeloggt wart. Ein Fehler? Ja, die Inhalte des Fehlers sind unbekannt, also kann ich euch leider keine Details bieten. Aber etwas Seltsames ist definitiv geschehen mit dem Avatar von einem von euch, als ihr alle eingeloggt wart. Ich glaube aber nicht, dass irgendeiner unserer Avatare sich seltsam verhalten hätte. Was für eine Art von Fehler könnte das gewesen sein? Das ist eine wichtige Information. Aha. Vielleicht hat eine Person doch die Kabel falsch rum reingesteckt. Huch. Okay, ihr alle. Zeit für das Class Trial. Ihr wisst schon, diese Sache, wo alle im Kreis stehen und über die Leiche sprechen. Hä? Wenig Energie? Ich? Nee, bin voll aufgeregt, wirklich. Oh, ich gönne mir nur eine kleine Pause. Wenn ich fertig bin, bin ich wieder mein übliches, energiegeladenes Selbst. Ja, viel energiegeladener. Jedenfalls, das war's. Voll unmotiviert, ey. Du scheinst dich gar nicht reinzuhängen. Wir müssen das Class Trial nicht machen, weißt du? Aber es beginnt, hä? Wir können es nicht mehr aufhalten. Nein, können wir nicht. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann, aber ich möchte, dass ihr es nicht vergesst. Ich bin euer Freund. Hä? Du hast einfach so entschieden, dass du unser Freund bist? Danke, Gonta ist beruhigt. Keine Sorge, Monotaru. Shuichi wird sich schon rächen für Mios Tod. Und er wird die Rache bekommen, indem er den Täter unter uns findet. Er hat recht. Der Täter ist jemand von uns hier. Danke ihr alle, ich danke euch so sehr. Wenn dieses Class Trial vorüber ist, hoffe ich, dass wir einander besser kennenlernen können. Also, diese Zeile triggert wirklich eine Death Flag. Ich habe das schon mal... Ihr habt mir das schon mal erklärt, was die Death Flag ist. Das ist irgendwie in der Story oder in einem Spiel der Moment, wenn irgendwas ist, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich will einen Neubeginn. Ich möchte meine früheren Fehler wieder gut machen. Das auch. Euch alle zu treffen hat wirklich... Ach, sorry, ist nichts. Ich werde es für später aufheben, wenn das Class Trial vorüber ist. Oh, die Flagge wird gehisst. Hä? Was war das? Ich glaube, ich habe dort drüben etwas vernommen. Ich schaue mir das mal an. Sie weht im Wind. Hör auf, Blödsinn zu labern. Wir sollten uns beeilen und losgehen. Gonta gibt auch sein Bestes. Gonta gibt sein Bestes, um ein bisschen nützlich zu sein für alle. Ich bin so aufgeregt. Diesmal werde ich den Täter finden. Was ist so spannend daran? Mit in Konflikt stehenden Emotionen in unseren Herzen begaben wir uns zum Schrein des Richterspruches. Okay. Das war's, oder? Dann kann ich hier jetzt eigentlich auch nichts mehr machen, glaube ich. Da mache ich einen kleinen Cut, meine Lieben, und ich laufe dann schon mal rüber und dann geht es weiter im Schrein in der nächsten Folge von Danganronpa V3. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.